Dieses wunderschöne zweibändige Werk, was wir hier vor uns haben, ist die sogenannte Koberger Bibel. Sie wurde benannt nach Anton Koberger, einem Nürnberger Drucker und Verleger. Anton Koberger war in seiner Zeit sehr, sehr erfolgreich als Verleger, hat ein riesengroßes Verlagshaus gegründet, das in ganz Europa Dependancen hatte. Koberger hat sich den um 1450 von Gutenberg erfundenen Druck zu eigen gemacht und hat ihn sehr, sehr, sehr geschickt vermarktet. Von diesen zweibändigen Bibeln sind noch etwa 300 Stück vorhanden und wir im Germanischen Nationalmuseum haben das Glück, sogar zwei Versionen zu haben, einmal die zweibändige und einmal ein einbändig zusammengebundenes Werk. Kobergers Modell war aber nicht nur erfolgreich, weil er Gutenbergs Drucktechnik benutzt hat, sondern auch, weil er in seinem Verlagshaus alle Handwerker vereint hat, die an der Herstellung von solchen Büchern beteiligt waren. Also nicht nur Drucker und Buchbinder, sondern auch Holzschneider, die die Holzschnitte für die Illustrationen hergestellt haben und Illuminatoren, die die Bibeln farbig ausgestattet haben. Dieses Modell war durchaus risikoreich, weil wenn ein Handwerker nicht mehr arbeiten konnte, dann konnte die ganze Buchproduktion in sich zusammenbrechen. Üblich war zu der Zeit eigentlich, dass alle Handwerker selbstständig gearbeitet haben und dass der Verlag das Buch als fertiges Werk von vielen dann verkauft hat. Die Besonderheiten und die Herstellungsweise vom Einband werden Sie in einem zweiten Video sehen.